Ein ganz großer, ist eigentlich eine Fußballlegende, auch wenn er das selbst nicht so sagen würde und auch nicht gerne hört. Ich freue mich, dass er heute hier ist, weil er auch ein guter Freund ist. Friedhelm Funkel. Hallo, schönen guten Abend. Ursprünglich aus Neuss, gell? Ja. Neuss geboren, aber kann man schon sagen, immer irgendwie Uerdingen, Krefeld, so eigentlich deine Heimat. Bist auch nie richtig weg, ne? Also immer mal beruflich. Nee, ich bin schon, also der Niederrhein ist schon meine Heimat. Würdest du sagen, komplett Niederrhein oder auch auf Krefeld bezogen schon ein bisschen? Ja, jetzt seit einigen Jahren natürlich auch auf Krefeld bezogen. Ich war ja lange in Uerdingen, das ist ein Stadtteil von Krefeld. Und da lebe ich jetzt auch und das ist wunderschön am Niederrhein. Ja, die letzten 4 Jahre, weil es vielleicht die letzten waren, die waren emotional schon am größten. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht bei Fortuna. Jetzt am Ende nochmal, ich habe meine Karriere ja eigentlich vor Düsseldorf schon beendet. Und ich wollte einfach nicht mehr umziehen. Du hast ja gerade gesagt, ich bin viel umgezogen und das wollte ich einfach nicht mehr. Und dann kam die Anfrage aus Düsseldorf und das habe ich dann gemacht. Ich wollte das eigentlich nur für 3 Monate, da sind dann 4 Jahre draus geworden. Aber ich möchte dann natürlich auch, und das ist nicht, weil ich hier heute bin, sondern die Frankfurter Zeit war mit am schönsten. Ja, das waren wirklich fünf super tolle Jahre. Ja, wir waren sehr erfolgreich, wir sind aufgestiegen, wir waren im Pokalendspiel, wir haben 4 Jahre erste Liga gespielt. Der ist komplett, für 90 Minuten, ist das immer noch so? Ja, aber so denkst nicht nur du, so denken vor allen Dingen die Schiedsrichter. Ja gut, die denken genauso. In dem Fall. Ja, ich bin komplett anderer Mensch. Ja, wenn du dich dann später so in der Kamera siehst, erschreckst du manchmal? Also, ja. Weil ich bin erschrocken. Ich Angst. Meine Kinder haben sich total erschrocken. Die haben immer gesagt, das ist doch nicht der Papa. Ja. Ja? Wenn ich Kinder gehabt hätte, hätte ich die weggesperrt. Ich hätte gesagt, auf keinen Fall, nachher macht er denn noch was. Ja, der frisst die. Ja. In Leverkusen verloren und jeder sagte, du bleibst Trainer, wir gehen mit dir durch die Saison und so weiter. Montags haben wir frei gehabt. Dienstagsabends bin ich Trainer des Jahres in Düsseldorf geworden. Da waren 500 geladene Gäste, tolle Feier, aber es war niemand von Fortuna da. Kein Vorstand, keiner war von Fortuna da. Da wusste ich, morgen früh wirst du im Urlaub. Ja. Und dann hat das Handy geklingelt, um wie viel Uhr? Ja, da hat morgens um 6:45 das Handy geklingelt. Ah, 6:45 ist auch schon da, weißt du schon. Ich habe geguckt, wer ist das? Da habe ich gesehen, Lutz Pfannenstiel, bin ich nicht dran gegangen. Bild zeigt jetzt nicht unbedingt meine Stärken beim Tennis. Ja, das muss man auch klar sagen. Die Rückhand ist auch nicht unbedingt mein Paradeschlag. Das sieht so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Aber Tennis ist meine Leidenschaft geworden. Ich spiele oft, ne? Ich spiele sehr oft Tennis jetzt. Ich bin froh, dass ich das alles noch kann, dass ich gesund bin. Du hast jetzt auch irgendein Turnier gespielt vor kurzem. Ja, ich habe jetzt ein Turnier gespielt in Krefeld, die Krefeld Open, in meiner Altersklasse. Aber da habe ich dann auch gemerkt, dass noch sehr, sehr viel fehlt, wenn du gegen Leute spielst, die 40 Jahre Tennis gespielt haben. Ich habe in der ersten Runde 6-1, 6-1 verloren. 6-1, 6-1. Ja. Peter, die Leute haben mehr Chancen, wenn du summst, ja? Viva Colonia!